Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie uns die Medien systematisch anlügen, wenn sie denken, wir würden es nicht bemerken. In der Sendung Maischberger die Woche stellte Albrecht von Lucke Gottfried Curio als Rassisten und Hetzer dar, weil er meinte, voll verschleierte Muslimas würden aussehen wie Säcke. Und er weckte so den Eindruck, voll verschleiert, also mit Burka, das wäre jetzt gar nicht so schlimm und das würden die ja auch freiwillig machen. Herr Curio, ein blitzgescheiter Intellektueller, wie Sie sagen. Kein völkischer Nationalist. Der Mensch, der Curio bezeichnet Menschen, die verschleiert sind, voll verschleiert, mit dem Begriff, das sind schwarze Säcke mit Schlitzen. Was sagen Sie dazu, als jemand, der gesagt hat, ich habe mit Menschen nichts zu tun, die menschenverachtend, die rechtsradikal, die rassistisch sind? Ist das nicht ein zutiefst menschenverachtender Spruch? Wissen Sie, was ich menschenverachtend finde? Frauen so zu verschleiern, das finde ich menschenverachtend. Die Frauen machen das erstmal. Das müssen wir nicht gutieren. Hochfreiwillig. Meinen Sie? Ich hatte mir dann gedacht, es wäre ja nicht schlecht, mal einen Zwischenschnitt reinzumachen, wie denn so eine Burka aussieht. Und ich bin dann gleich am Anfang auf einen Artikel gestoßen von Spiegel und Welt, wo es darum ging, wie doof doch das Burka-Verbot in den Niederlanden sei, im übertragenen Sinne. Und ich habe dann ein Bild gesehen mit einer Frau, die angeblich eine Burka trug und habe mir gedacht, das sieht ja gar nicht so krass aus, so eine Burka. Und da dachte ich mir, die Burkas, die waren doch verschlossen, die waren doch eigentlich ganz verschlossen. Da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe dann gesehen, dass das, was auf dem Foto war, das war gar keine Burka, das war ein Niqab. Unsere Freunde von den Linksextremisten können uns wahrscheinlich auch gut erklären, warum sie auf Veranstaltungen keine Burka tragen, sondern sich nur so weit verhüllen, dass die Augen und die Nase noch einigermaßen frei sind. Vor allen Dingen auch, dass die Augen noch frei sind. Das können sie uns bestimmt gut erklären, warum sie keine Burka tragen. Warum sie es aber gleichzeitig so doof finden, dass die Burka verboten werden soll. Ich habe dann gedacht, naja gut, okay, das war vielleicht ein Versehen. Ein Versehen. Wobei, es war natürlich kein Versehen. Die Journalisten, die wissen natürlich ganz genau, das ist ja ihr Beruf, die wissen ganz genau, wie eine Burka aussieht. Und auf den Covern ist es auch so umschrieben, dass sie meistens nicht das Burka nennen, sondern dann steht dann unten drunter verschleierte Frau und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich so, dass wenn man jetzt so ein Cover sieht, so ein Bild, dann denkt man automatisch in der Überschrift steht groß Burka, dann denkt man sofort, das ist eine Burka. Und es war jetzt nicht nur so, dass es ein Artikel war von der Welt, sondern ich habe dann noch nachgeguckt, bei Spiegel Online haben sie es genauso gemacht. Dann habe ich noch einen zweiten Artikel von Welt gefunden, einen zweiten Artikel von Spiegel Online, dann noch einen Spiegel von Süddeutsche Zeitung. Alle zeigten auf ihrem Bild ein Niqab und keine Burka. Warum haben sie keine Burka gezeigt? Das kann man sich ja ganz einfach denken, weil eine Burka, das sieht so unmöglich aus, das sieht so krass aus, das sieht einfach nur so krank aus, dass sie natürlich wissen, wenn sie ein Foto einer echten Burka zeigen würden, also davon, wovon sie schreiben, einfach nur, dann wäre klar, dass das, was sie schreiben, Hetze ist, dass das Verblendung ist, dass es täuscherisch ist, weil natürlich ist es klar, wenn man eine echte Burka sieht, ist natürlich klar, sowas will niemand tragen. Das ist einfach verrückt. Und dann hilft ihre ganze Verharmlosungsgeschreibsel, hilft dann ihnen auch nichts, wenn dann der Leser eine richtige Burka sieht, dann ist dem Leser klar, das geht einfach nicht, eine Burka. Indem die Medien systematisch auf Fotos nur einen Niqab zeigen, wenn sie von Burka reden, verharmlosen sie die negativen Auswüchse des Islams bewusst. Es ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, wie sie Informationen unter dem Tisch halten. Von Gewalt, Antisemitismus im Islam und im Namen des Islams. Sowohl in fremden Ländern wie auch in Deutschland. Von ganz vielen Dingen erfahren wir wahrscheinlich gar nichts, was sie genau wissen. Und dieses Verhalten ist der Beweis dafür, dass wir es hier nicht mit Linken zu tun haben, die eine Vision haben, dass sie einen Kommunismus oder einen Sozialismus einführen wollen. Weil der Islam mit Kommunismus und Sozialismus nichts zu tun hat. Oder ich sag mal eher, diese
Ausprägung des Islams, des politischen Islams, wie man immer das nennen will. Dieser politische Islam ist nichts anderes als Nationalsozialismus in einer anderen Form. Es ist Terror, Anarchie, Mord, Plünderung, Raub, in dem eine Menschengruppe systematisch ermordet werden soll, die Ungläubigen unterdrückt werden. Es ist einfach nur schrecklich. Und indem diese Leute, auch also jetzt gerade diese Journalisten, die das machen, links genannt werden, verharmlost man sie. Und diese ganzen Leute, die so klug daherreden, ich meine da auch viele YouTuber hier, die dann reden von Kommunismus, Sozialismus und da klug daherreden, mit irgendwelchen Begriffen, die auch unscharf sind, weil was ist Kommunismus? Das ist unscharf. Stalin war kommunistisch, Mao war kommunistisch, aber was soll das denn sein? Der Kommunismus unter Stalin ist eine besondere Ausprägung und in anderen Ländern ist es wieder anders. Es hat aber vielleicht auch wiederum mit der Idee des Kommunismus auch wieder nicht viel zu tun. Das heißt, Kommunismus, das ist ein Begriff, der meiner Meinung nach ein Begriff der Vergangenheit ist und den man nicht mehr verwenden sollte. Man muss genau darauf gucken, was wollen diese Leute. Und diese Leute, wenn sie den Islam pushen, indem sie die Kritik daran zerstören, das ist nichts anderes als ein indirektes Pushen, beweisen sie, dass sie mit Sozialismus oder mit Ideen, mit einer positiven Vision von Sozialismus oder Kommunismus oder von Ökologie, dass sie damit nichts am Hut haben. In der gleichen Weise, wie bei der AfD täuscherisch das Rechtsextreme herausgestellt werden soll, um ein falsches Bild zu generieren beim Leser und Zuschauer, je nachdem, ob Fernsehen oder Print. In der gleichen Weise täuschen sie beim Islam, indem sie ihn als normal hinstellen wollen, soweit es nur irgendwie geht. Indem man zum Beispiel, wie gesagt, die Burka entschärft oder indem man über Köln möglichst nicht berichtet oder über andere Dinge möglichst nicht berichtet. Sie täuschen bei der AfD durch das Herausstellen und beim Islam genau durch das Vertuschen. Und es zeigt, mit was für schlimmen, gefährlichen Menschen wir es hier zu tun haben. Und dass wir eine breite Schicht haben von gefährlichen Menschen in Deutschland, mit denen wir irgendwie fertig werden müssen. Und sie werden aber klein beigeben, wenn wir es einfach aussprechen, was sie machen. Dann sind sie blamiert. Dann sind sie schwach. Sie versuchen es immer und probieren und bis jetzt kommen sie durch, weil die Täuschung zu wenig auffliegt. Aber in dem Moment, wo die Täuschung auffliegt und sie blamiert dastehen, da kuschen sie, da wollen sie sofort nie was damit zu tun gehabt haben. Und deswegen haben wir auch Hoffnung. Wir müssen sie nur öffentlich entblößen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.